Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. Wir fliegen heute nach Schottland, wie ihr sicherlich wisst, und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, bei der ersten Möglichkeit einen Whisky zu verkosten. Und wir sind jetzt hier am Flughafen Eindhoven und machen direkt das erste Video für euch, damit es auch authentisch wirkt und meine Nervosität ein bisschen runtergeht, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin zwar ein Reisefreak, aber ich habe auch Flugangst. Und deswegen habe ich mir jetzt hier im Shop was geholt, um die Nerven ein bisschen zu reduzieren. Leider gab es jetzt nicht die beste Auswahl. Und so gibt es heute den Johnnie Walker Red Label aus der Plastikflasche. Aber ich habe ein cooles Glas gefunden, sogar ein Stielglas, edel aus Plastik. Und so verkosten wir jetzt hier in Holland unseren ersten Whisky der Tour. Bin sehr gespannt. Johnnie Walker Red Label hatte ich bis jetzt eigentlich sonst nur mit Cola, glaube ich. Wir hatten ja schon die Black Label Origins zwei Stück, die waren gar nicht so schlecht, aber der hier ist natürlich die absolute Einsteigerserie von der Marke. Ich muss sagen, so günstig war er jetzt auch nicht. Ich glaube, das Sample hat 3,50 € gekostet für 5 cl, wenn man das mal hochrechnet. Aber er riecht tatsächlich gar nicht so schlecht. Also er hat 40 Volumenprozent, meine ich. Dadurch wirkt er jetzt nicht großartig sprittig oder so. Er hat eine minimal alkoholische Note. Ich bin so ein bisschen bei Glasreiniger, um es böse ausdrücken möchte. Ich muss aber dazu sagen, es fällt mir gerade unheimlich schwer, aus so einem weit geöffneten Plastikbecher und in der Umgebung hier viel daraus zu riechen. Er hat eine leichte Fruchtigkeit. Gehört auch dazu. Er hat eine leichte Fruchtigkeit. Ich habe ein bisschen so eine Zitrusnote, eine trockene Note. Ja, schwierig zu beschreiben. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen Apfel und vielleicht einen Hauch von Rauch oder Barrel Char oder so. Weiß ich aber gar nicht genau. Wie gesagt, total schwierig hier zu greifen. Zum Wohl. Im Mund ist er ziemlich wässrig, nichtssagend, da kommt tatsächlich nichts an Aroma durch. Erst wenn man ihn runterschluckt, kommt ein bisschen was, dann kommt aber eine Holzigkeit, dann kommt eine Würzigkeit, dann kommt ein bisschen Tannine und man erwartet eigentlich so eine leichte Schärfe dazu, die aber nicht kommt, weil er einfach von den 40% so runtergewässert ist. Ich muss sagen, er ist eigentlich ganz gut trinkbar. Ich hatte ihn irgendwie schlechter erwartet. Ist jetzt nichts zum Bäume ausreißen und passt, glaube ich, tatsächlich eher in die Cola. Aber wenn nichts anderes da ist, kann man das schon mal machen. Von daher, ja, Johnnie Walker, was sind eure Meinungen dazu? Welche gefallen euch gut, welche gefallen euch nicht so gut? Hattet ihr den Red Label schon mal pur? Findet ihr, das geht oder lasst ihr da besser die Finger von? Würde mich interessieren. Haut's in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wir melden uns das nächste Mal aus Schottland. Und bis dahin. Ciao.